Hallo Leute, ich bin momentan am Session durchspielen von der PTR Beta 2.1 und mit einem Mönch und ja, ich habe schon recht coole Items gefunden. Zum Beispiel der Geifelschlag. Und übrigens, jedes Mal, wenn ich das erste Mal einen Charakter hochspiele, finde ich einen Nagelring und der mich ein bisschen unterstützt mit Magic Find. Dann habe ich noch Odins Sohn gefunden. Und wir gehen kurz noch ins Lager zurück. Da möchte ich euch noch zeigen, was ich noch anders gefunden habe. Ich habe wirklich durchgerusht. Also das war anderthalb Tage und dann habe ich schon Level 56 erreicht. Es geht extrem schnell. Und hier seht ihr alle Uniques und Sets, die ich gefunden habe oder hergestellt habe. Die drei habe ich hergestellt, die habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, man findet irgendwie gar keine Sets, wenn man noch nicht Level 60 oder 70 ist. Ist ein bisschen blöd. Pläne habe ich auch schon reichlich gefunden. Da kann ich auch mal kurz zeigen, welche ich gefunden habe. Ja, zum Beispiel der Keil, Weitschuss, Leitschuh, Istachi. Ein Auge, endloser Krieg, Schattenschwur, also richtig viele Unique-Pläne schon und hier drei, vier Sets, glaube ich, vier sind's. Schnellzuckgürtel, Pendergraster, Knochenmauer und ungefähr zwei oder drei gelbe Items plus die jetzt hier. Die kann ich jetzt gleich mal reinlegen noch so. Und jetzt möchte ich noch zeigen, wie der wenn ich bei mir schon abgeht. Momentan habe ich den Zyklonschlag mit Windwall, reißender Wind mit Feuersturm, mystische Verbündete, Feuerverbündeter, Manta der Überzeugung, Vernichtung. Das ist zumindest meins, was ich sehr mag, dass ich schneller laufen kann. Für 3 Sekunden. Dann tödliche Reichweite, Streuschläge, übrigens extrem stark mit Odins Sohn. Mit diesem Hammer zusammen macht richtig AOE Damage und fegende Trittstich des Skorpions. Da habe ich lange Geisterkrallen Tritt genommen und den werde ich wieder wechseln, wenn ich nicht mehr Odison trage, wegen dem Blitz Damage und dann vor allem, wenn ich dann ein bestimmtes Unique habe, wo ich Feuerbälle verschießen kann mit Geisterkrallen Tritt, macht das extrem Damage. So, und Passive sind leichte Physiker, natürlich Bewegungsgeschwindigkeit. Das macht den Mönch übrigens sehr, sehr, also ja, wohltuend bei Zwischenreisen und so. Und die Gelegenheit beim Schopfe packen und erhabene Seele. Ihr seht, ich habe nichts Defensives eigentlich. Völlig offensiv, rasch ich durch, ohne Probleme. Ich habe lange Profi gespielt und bin jetzt zurück auf Normal, weil ich einfach schneller durch sein will und es auch schneller geht mit Normal, weil man die Gegner viel schneller besiegen kann. Ist es schneller als der Bonus, den man von der Schwierigkeitsgrad her, also der Erfahrungsbonus. Ja, der Plan ist, mit Zyklonschlag die Gegner heranzuziehen, einzufrieren und dann mit fliegender Tritt sie zermürben. Also es geht extrem schnell und ich habe auch schon extrem viel DPS. 23.000, also die Gegner sind extrem schnell down bei normal und eben wegen der Bewegungsgeschwindigkeit rasche ich eigentlich durch jedes Gebiet einfach nur so. Ich kann immer wieder Gegenstände besiegen, also Gegenstände zerstören eher und sie dadurch dadurch einen Geschwindigkeitsbonus bekommen, das in sich hat, also es ist extrem schnell. Also wenn ich jetzt einen besiegt habe, ihr seht's, ich renne nur so wild durch die Gegend. Und ich spiele jetzt momentan ein bisschen langsamer aus, ja, Videozwecken, also ich rasche da eigentlich nur so durch. Und ich setze momentan sehr wenig wegen der Tritt ein, weil ich einfach zu wenig Gegner momentan habe. Aber in Gebieten, wo ich wirklich viele Gegner habe, setze ich das Down ein und die Gegner sind eigentlich mit ein, zwei Schlägen down und die geht
sehr schnell, also da kann man sehr schnell casten. Und ich sehe jetzt, also der Mönch ist momentan der zweitstärkste Charakter, also nicht von den Items her oder so, sondern einfach nur vom Charakter her selber finde ich den zweitstärksten neben der Zauberin. Die hat wegen dem Mammuthydra extreme Killspeed. Die habe ich vorher recht viel gezockt, bevor die Season angefangen hat in der PTR-Beta. Und ja, die macht extrem Fun. Da kann ich T3, T4 sogar in Lichtgeschwindigkeit machen. Das kann ich euch nachher kurz auch noch zeigen, aber ich möchte kurz noch das Kopfgeld fertig machen. So. Ich habe ja schon alle besiegt, also den eigentlich schnelle Kopfgelder, wo man ein paar Gegner besiegen muss. Und meine Katze jammert extrem. Zivilisten. So, wie viel habe ich jetzt wieder? Oh nein, okay. Dann gehe ich wieder zurück. Ins Hauptmenü und wähle die Ding aus. Die Monika. Da kann ich euch zeigen. Also das ist jetzt nicht mehr Season. Kann ich noch die euch zeigen. Momentan bin ich in welcher Qualstufe? Komm, laden. 2. Ja, okay, zeige ich es auf 2. Ich bin aber schon 4 locker durchgekommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in die Altstadt gehe. Das ist ganz einfach. Ich habe hier die Mammuthydra, hier habe ich Spiegelbild. Ich setze die Hydra, setze Spiegelbild ein und caste Schwarzes Loch und schieße dann mit magisches Gesoss-Ding. Und das sind die Schadens- und Verteidigungsstärker. Und ja, ganz easy. Ein bisschen mehr Gegner, dann kann ich auch Spiegelbild zeigen. Ja, okay, hier. Also, ihr seht, der Damage ist schon recht hoch. Und die Hydra macht einfach so extrem viel Damage. Wie komme ich jetzt hier nach unten? Ah, hier. So. Ah, das ist das Event. Okay. Ja, ja, Totenbeschwör. Ich will endlich spielen, Totenbeschwör. Blizzard, mach mal vorwärts. Also ihr seht, wenn die Hydra arbeitet, dann sind alle Gegner recht schnell down. Die verbrennen förmlich. Ich habe alles auf Feuerdamage, also die ganzen Items auf Feuerdamage ausgelegt. Eine gute Waffe habe ich jetzt noch nicht so gefunden. Habe ich den Himmelsspalte, weil er am meisten DPS hat. Ohne Feuer irgendwie. Sonnenhüter macht nicht so viel Damage, auch wenn er Feuer-Ding hat. Ja, 2 Feuervögel. Vom Set Feuervogel. Triumphirat habe ich hier. Ring des Königins Brunx. Zurückhaltung vom Bastion des Willens Set. Tasconteo. Ilioris Krone, extrem stark. 20% mehr Leben. Und Aschemantel, ja. Ouroboros mit 15 mehr Schaden. Das macht richtig Damage. Also alles offensiv ausgelegt. Ich spiele fast nie defensiv. Und wenn ich defensiv spiele, dann nur, weil ich nicht weiterkomme oder so. Und ja. Ja, also da habt ihr die 2 Charaktere gesehen, die ich momentan spiele. Aber natürlich momentan mehr der Mönch, weil ich will Season spielen und ja. Mir macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, dieses Video zu schauen. Und wir sehen uns bald wieder. Es kommen dann bald wieder mehr Videos. Keine Panik oder ja.
Ich bin, also mir geht's momentan sehr gut. Also ich bin momentan fleißig am Trainieren körperlich. Also ich möchte ja in einer Art Kampfsport machen, eventuell mal Choreografie oder Film. Und darum trainiere ich jeden Tag. Und natürlich Fußball, weil ich Fußball durch den FC Basel und so auch sehr viel mag. Also ja, extrem mag. Und darum habe ich momentan nicht so viel Zeit für so Videos auf YouTube, aber es kommen wieder Videos, keine Panik, und die Let's Plays gehen auch wieder bald los. Und ja, mal schauen. Also dann sage ich Tschüss, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Bye.